Heute ist der Tag X, meine Freunde, und für Assange geht's heute eben um alles. Und hört ihr irgendwas in den Mainstream-Medien? Hört ihr irgendetwas von diesen westlichen und tollen demokratischen Politikern, die sich für diesen Mann einsetzen? Also ich nicht. Umso mehr müssen wir es tun. Deshalb vorab, free Assange. Und alle, die gerade über Nawalny reden als den Freiheitskämpfer schlechthin der letzten Jahre, die vergessen Assange und die vergessen eben auch, welche dunkle Seiten neben dieser Nawalny hatte. Die findet ihr übrigens hier. Und da es so offensichtlich ist, dass man diesen Assange komplett unterdrückt und einfach im Prinzip gar nicht über ihn reden will, dürft ihr euch einfach nur eine Frage stellen. Warum ist das so? Der britische High Court wird diese Woche über den letztmöglichen Berufungsantrag des WikiLeaks-Gründers gegen seine Auslieferung an die USA entscheiden. Dort ist Assange unter dem Spionagegesetz angeklagt. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft und er sitzt bereits mehr als 1776 Tage. Für was eigentlich? Lassen wir ihn doch einfach mal selber sprechen, oder? One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars, and populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we also have a peaceful environment. Dieser Mann hat ein Exempel statuiert und seine Freiheit geopfert für mehr Freiheit, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, bezüglich Meinungsfreiheit, nicht nur in Deutschland, es steht momentan mehr schlecht als recht darum. Ich sage nur TikTok, ich sage nur YouTube, ich sage nur Instagram, ich sage nur jegliche Social Media Plattformen, die im Prinzip im großen Stile zensieren, Meinungsfreiheit drosseln, Videos löschen oder eben gar nicht mehr ausspielen. Meine eigenen Videos wurden in der Regel früher mehr als 100.000 Mal geklickt. Mittlerweile kann ich froh sein, wenn ich mehr als 1.000 Views habe. So viel zum Thema. Digital Service Act lässt grüßen und das Thema wird ja noch immer schlimmer. Es liegt an uns allen, ob wir es zulassen, weiterhin in dieser Zensur zu leben und das noch unter dem Deckmantel mehr Demokratie, weil wir ja die Demokratie schützen müssen. Und in anderen Worten ist das nur eins, sie deklarieren Meinungsfreiheit als Hass und Hetze. Aber in Wahrheit wollen sie einfach Kritik an ihnen selber, die mehr als berechtigt ist, vorab im Keim ersticken. Und da müssen wir einfach alles dagegen tun, damit das nicht noch schlimmer wird. Deswegen, meine Freunde, wir müssen auch auf andere Plattformen ausweichen. Kommt bitte hier vorbei, da ist es noch nicht ganz so schlimm. Aber diese Plattformen hier, Katastrophe. Ich bin mal gespannt, ob dieses Video ausgespielt wird. Haut rein und nochmal Free Assange.